böser Affe. Nein, hier drin. Nein, oh, das ist ein natürlich böser Affe. Kein Blödsinn, Chris. Du weißt, dass es den gar nicht gibt. Nein! Ich möchte mit, Dad. Dann bin ich endlich mal von diesem bösen Affen weg, der in meinem Schrank wohnt. Er hat einen Affen im Schrank. Ich will aber nicht in mein Zimmer gehen. Da hockt ein böser Affe in meinem Schrank. Ein böser Affe. Ja. In meinem Zimmer kann ich's nicht aufbewahren. Da ist ein böser Affe, der in meinem Schrank wohnt. Das Traurige an der Geschichte ist, dass er nicht immer böse war. Haha, das ist eine gute Nachricht. Ich bin Partner geworden. Was habe ich dir gesagt? Sie will uns auseinanderbringen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Peter, wir sind in Asian Town. Wenigstens muss ich hier keine Angst vor den bösen Affen haben. Gott sei Dank komme ich endlich mal für ein paar Tage weg von dem bösen Affen in meinem Schrank. Hör bloß auf, Meg. Aber der böse Affe lebt in meinem Schrank. Obwohl er nicht mehr so böse ist, seit er bei den Zeugen Jehovas ist. Dylan? Deine ganzen Sachen gehören jetzt mir. Oh, na ja. Okay, aber Vorsicht, wenn du den Schrank aufmachst, denn da drin wohnt der böse Affe. Ja, ich war schon seit Jahren nicht mehr in meinem Schrank. Alter, hier liegt ja eine Menge Affenkacke rum. Es ist doch sowieso egal. Jedes Mal, wenn ich lernen will, kommt der böse Affe aus meinem Schrank und erschreckt mich. Bitte schön, hier ist er. Der böse Affe. Glaubt ihr mir jetzt? Ach du Scheiße. Es gibt ihn wirklich? Oh mein Gott, ich dachte, ich bin die Einzige. Meg, wir reden hier über den Affen von Chris. Da ist ein böser Affe in meinem Schrank. Ist mir egal, Junge, es ist mir sowas von egal. Da draußen ist irgendwas. Da draußen ist irgendwas. Oh. Da draußen in der Höhle. Was ihr verrückten Weiber euch immer einbildet. Da draußen ist was. Los, gehen wir nachsehen.